So, da sind wir wieder zum nächsten Spieltag gegen, ja, VfB Stuttgart 2. Wir sind in einer überragenden Form, auch wenn wir das Spiel gegen Tottenham verloren haben. Sehr unglücklich. Die letzten 15 Minuten haben wir uns eigentlich, ja, das Genick gebrochen. Aber sonst, ja, können wir eigentlich stolz sein auf die Mannschaft. Und wir sagen mal Konzentration. Ja, aber so ist es einfach. Die Klasse von Tottenham hat sich durchgesetzt. Wir lagen 1-0 vorne. Ganz lange bis zur 45. Minute und dann war es schon wieder vorbei. Wir haben jetzt mal eine Möglichkeit, die erste im Spiel und das in der 21. Minute. Eine hundertprozentige. Rossi wirft sich mutig in den Schuss von Nuri, der den Keeper aus 4 Metern nicht überwinden kann. Vorausgegangen war eine wirklich sehenswerte Kombination. Dann rufen wir mal rein, weiter so Jungs. Wäre doch mal schön, wenn wir jetzt hier das 1-0 machen. So, jetzt die Ecke von Nuri. Die Ecke ist kein Problem für Rossi. Kommt heraus und schnappt sich das Leder. Auf beiden Seiten sind die Räume so eng, dass kaum einmal ein vernünftiger Angriff entstehen kann. Ja, so ist es, aber wir haben die nächste Möglichkeit und die Abwehr sieht diesmal besser aus. Ein Schuss von Nuri wird von Timo Baumgartel zur Ecke abgeblockt. Mal sehen, was die Ecke jetzt reinbringt. In der 26. Minute. Der geht ein Tick zu kurz und kein Problem für Timo Baumgartel, den Ball unter Kontrolle zu bekommen und klären. Okay. Aber wir spielen jetzt besser Fußball. Hätte ich wohl nicht sagen dürfen, ne? So, schöne Flanke von Meier, aber der Kopfball von Armin geht mindestens um 10 Meter am Tor. What? Also zurzeit läuft es ja nicht bei Armin. Und jetzt Stuttgart mit dem ersten Angriff, das 1-0. Ach, die Ecke. Petkovic. Erster Eckball für die Hausherren. Petkovic bringt die Kugel von der rechten Seite hinein. Die Spieler aus Kloppo bringen den Ball nicht weg. Timo Werner flankt scharf auf Grüttner, doch diesen Kopfball verfehlt das Tor nur knapp. Oh mein Gott. Los Jungs, weiter so. Jetzt macht das Ding. Armin setzt sich gegen Daniel 4 durch und spielt auf mit McKay. Doch Christian Rossi hat aufgepasst und klärt vor den Angreifer. Ach, Jungs, ey, ihr habt schon wieder diese hundertprozentigen. Die Abwehr sieht diesmal besser aus, aber die Offensive, ne? Nuri 4,5. Da kann mehr kommen. So, jetzt lassen wir wieder unsere Spieler aufwärmen. Bisher kamen 100% der Angriffe des Kloppenburg über die rechte Seite. Wir müssen eigentlich noch die Taktik einstellen, ich habe vergessen. Weil ich ja auf einmal auf Leertaste gekommen bin, wenn ihr euch noch erinnert. So, was passiert jetzt? Ja, Halbzeit beginnt. So, wir motivieren mit Kay. So, Meier. Wir motivieren Reck und den Neupert. Können wir heute mal den Hummel loben. Frische ist nur Gerdes. Und ja, die anderen sind alle topfit. Schön. Lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. So, dann gehen wir mal schnell in die Taktik, gucken uns das doch nochmal an. Aha. Serkan Sararea. Marwan Tetzk. Rechte Seite, dann alles über hier oder was? So, machen wir es mal so. Sonst müsste ein. Oh, Konter, genau. Abseitsspiel. Abseitsfall natürlich wieder rein. Vielleicht geht es ja jetzt besser. Vielleicht treffen wir ja gleich. Oh, wir haben eine Möglichkeit. Aber eine kleine. Kloppo kontert jetzt aber zu umständlich. Letztlich schießt Dennis Thomalla weit am Kasten vorbei. Und jetzt geht mal drauf, Jungs. So, Stuttgart jetzt mal mit einem Zecker trifft zur Führung für die VfB Stuttgart. Denkst denn nach Pass von oben
Noster steht bisher unfällige Tucke knapp im Abseits. Weiter steht es hier. Ja, natürlich, wir sind im Abseitsfall und jetzt drehen sie auf oder was? Werner trägt im Strafe und anstatt für. Ja, okay, Eigentor. Er schießt den Christian Westerfeld. Ja, wusste ich schon. Das gibt's doch nicht. Und dann kriegt er eine 5. Das ist so Blödsinn, weil er kann doch gar nichts dafür. Er wird doch angeschossen. Was soll ich dazu sagen, ne? Die kommen über, weiß ich nicht, wie viele Minuten nicht vors Tor. Wir dominieren seit der 21. Minute das Spiel. Und Stuttgart spielt jetzt komplett auf. Das ist Blödsinn. Wie kann man sich denn so aus der Fassung bringen? Lassen. Das verstehe ich nicht. Der Ball dreht sich schön vom Tor in Richtung Elfmeter, aber Daniel kommt entschlossen heraus. Kennt da weder Freund und Feind und holt sich das wieder knapp vor Daniel 4 mit einem Hechtsprung aus der Luft. Jetzt geht rauf. Er versteht nicht. Nein, Flankenverwege verschätzt sich Daniel Eck. Und er läuft den Ball. Hinter ihm steht aber Rom Neupert, der auf Sicherheit geht und zur Ecke kehrt. Ja, ja, ist doch nicht sicher. Mal sehen, was jetzt passiert. Die nächste Ecke ist ein Tick zu kurz und greift auf Löwen. Für Wohlfahrt. Och, der auf weite Kosten. Mann, warum haut er den denn nicht raus? Nee, muss er wieder in die Ecke kloppen. Marco Petkovic schlägt den Ball hoch auf den Meterpunkt gerade, so dass da direkt nicht weiß, ob er rauskommen soll. Hüttner kommt zum Kopfball, verfehlt das Tor aber um wenige Zentimeter Aufstellung. Jetzt kriegt die Krise. Muss er. Ja. Ball rein. William Bennett rein für Armin. Ne, ja, setzt sich schon wieder in die Zähne. Kriegt die Krise. Die haben die zweite jetzt, das haben sie jetzt, ich weiß nicht warum, komplett übernommen. Sie haben uns, ja, weiß ich nicht warum, warum wir kein Fußball spielen mehr können. Meier scheiße, alles scheiße, habe ich das Gefühl gerade. Mann, ey. Aber der Pet gewischt, wir gehen jetzt über die linke Seite, das reicht mir. Wir haben eine Möglichkeit. Eine Flanke von links durch McKay taucht. Dennis Thomaler auf einmal frei vor Christoph Rosse auf, doch der Kloppmore scheitert ja. Auf 4 Meter am Glänzen reagiert ein Schlussmann des VfB Stuttgart. Och ey, ich krieg die Krise. Muss doch nicht sein, jetzt komm, du durch den Sieg. Das geht nicht so, nee, überhaupt nicht. Die haben ja überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Was ist denn das für ein Bullshit? Und jetzt wechseln sie die linke Seite. Der hat eine 63. Über die Flügel. Und voller Angriff. Watzke bricht seinen Angriff ab und spielt dann wieder erstmal, ja, den ruhig zum Torwart zurück. Die Sekunden verstreichen. Ja, wenn man zu doof ist, in der ersten Halbzeit seine Chance zu machen, bitte. Wer sich das leisten kann? Wie verkloppen ist hier doch nur eins, oder was gibt noch zu verlieren? Nimmt endlich aus. Läuft, lauft, lauft. Ihr Stürmer, lauft. Mila kommt nochmal. Für McKay. Simon Kratitz. Und wir haben noch eine Möglichkeit. Wir haben noch eine Möglichkeit. Die Ecke von Nuri. Ja, der hat eine 4, nee, der hat eine 4. Bennett hat die 4,5. Daniel 4 kann Dennis Magrano so beim Kopfball behindern, dass er den Ball nicht mehr richtig platzieren kann. Damit geht das Leder etwa 3 Meter am Kasten vorbei. Ich habe das Gefühl, ich kriege gegen eine Wand gerade. Hab ich ehrlich, er kriegt die Krise. Jetzt kriegt der eine gelbe. Was macht der denn? Mit einem taktischen Foulstopp, Mann, ey, du blöder. Eine gefährliche Feuchtungsverfernung.
Ich krieg die Krise, ey. Es ist doch nicht normal, dass man so scheiße spielen kann in der zweiten Halbzeit. Markus Obern nuscht der. Legt sie Ball zurecht und täuscht seinen Schuss an. Er spielt jedoch zu sehr Kanzare, aber der knapp im Abseits steht und zurückgeführt wird. Jetzt kommt. Macht doch mal einen vollen Angriff. Ihr macht gar nichts. Natürlich. Das ist doch Bullshit, Mann. Wie kann man so bescheuert sein? Bitte. Nee, das ist für mich einfach zu blöde. So blöde Tore zu schießen, ist klar. Mannschaft zerstört alles. Da kommt Stuttgart. Die Stiefen haben seit über 281 Minuten kein Tor erzielt. Aber hier machen sie es frei. Gegen Kloppenburg. Die ersten, die alles vorbeilaufen. Ist so. So, findet Bennert, der Tomala. Ja, der Einwechselstürmer dreht sich geschickt um Selig und sieht unhaltbar für Chris aus. Oh, da, Bennert ist wieder da. 2-1. Weiter so. Jetzt macht das Ding hier noch. Los. Gelbe Karte, Timo Werner bestimmt wegen Zeitspiel. An der Außenlinie bringt Timo Werner Timbers-Cabrera zu Fall und sieht dafür eine gelbe Karte oder die gelbe Karte. Ja, hier spielst du nur in der zweiten. So, mal sehen, was hier noch passiert. Hummel, gelb-rot. Ja, Riesenaufregung. Schiss. Ich krieg die Krise, will gar nicht sehen. Ja, komm. Hab's ja schon gesehen. Der natürlich Innenverteidiger ist ja natürlich, dass Innenverteidiger auf Innenverteidiger treffen. Oh, voller Angriff. Fühlt sich nach einem kleinen Foul erstmal die Betreuer auf das Feld. Na schön, Schiedsrichter Thomas mit einer Macht. Ihm zwar klar, dass er seine Schauspieler entstellen kann, können, aber dennoch kostet es wertvolle Sekunden. Wenn es dabei bleibt, ist das ein glücklicher Dreier für den VfB Stuttgart, denn der Bolivar hatte viel mehr vom Spiel und hätten hier auch Punkt verdient. Mann, warum spielen die denn kein Fußball? Ich krieg die Krise. Mann, jetzt ballert den Ball rein. Tomala, du musst mal wieder treffen. 10 Spiele, 10 Tore. Wir haben noch mal eine Möglichkeit. Ich glaube, die wird aber auch nichts, ne? Die vierte Ecke. Von Nuri versucht sich dagegen Timo Baumgart mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen und es gibt folgerlich Freistoß für den VfB Stuttgart. Mal sehen, wie viele Minuten er Nachspielzeit, weil ich sehe hier gerade 1, 2, 3 mehrere gelben Karten. Da sind ja Minimum 2 Minuten, meine Auswechslung 3 Minuten. Mal sehen, wie er nachspielen lässt. Tore. 5 Minuten schön. Wir haben nochmal 5 Minuten. Da fragt man sich, wofür du bescheuerter der Chinese. Jetzt los. Ey, das gibt's doch gar nicht, dass da auch nichts passiert. Ja, ich glaube, wir verlieren das. Aber voller Angriff. Ach, ich krieg die Krise gegen VfB Stuttgart. Ich sag's noch mal, 281 Minuten nicht selbst getroffen. Die Krise. Versteht nicht warum. Dass wir die erste Halbzeit so dominieren und die zweite natürlich. Stuttgart auch immer lernt Fußball zu spielen. Ist ganz normal. Gegen uns, die zurzeit oft Spiele in Folge. No, 9 Spiele nicht verloren haben. Gegen so? Ist mir zu blöd, wir sehen uns zum Nachbericht.